Wir haben hier nun mal die besten Böden Europas in der Wetterau. Und irgendwie müssen wir ja auch gucken, dass wir unsere Ernährung noch sicherstellen und dass die Ernährung eben ein Kreislauf ist. Wir haben in den letzten 15 Jahren in der Wetterau 2400 Hektar landwirtschaftliche Fläche versiegelt. Die ist weg, die ist auch nicht zu kompensieren. Und es ist nun mal endlich diese Erde, die wir haben und ist auch nicht mit Geld oder mit was auch immer so einfach zu kompensieren. Rewe, habe ich schon gesagt, sie wollen 30 Hektar Land. Ich glaube, dass es diese 30 Hektar auch an anderen Flächen gibt, die bereits versiegelt sind. Das kann nicht so schwer sein. Und es geht ja nicht darum, dass man nicht ein Logistikzentrum haben will, sondern es geht darum, wo es hinkommt und in welcher Form. Und gerade was vor ein paar Wochen in Solawi, was mich da so begeistert hat, dass es eben viele, viele Menschen gibt, die nicht nur produzierte Lebensmittel haben wollen, sondern dass es eben um ja, mehr geht, um die Erde geht und um das, was wir zurückgeben der Erde. Und das tut mir schon weh, wenn man sieht, dass das eben nicht mit allen Flächen so ist hier in der Wetterau, dass irgendwann Flächen eben auch kaputt sind und verbraucht sind.